Und da ist Feuer. Messertest, wir haben ein neues Messer gekauft im Lidl von Krivit. 4,99 mit 9,2 cm Klingenlänge und die Besonderheit hier im hinteren Griffstück ist ein Feuerstahl integriert. Der Feuerstahl macht auch einen ganz guten Eindruck. Ob wir damit ordentlich ein Feuer ankriegen, seht ihr jetzt im Outdoor-Test und was das Messer noch so kann. Ich habe mir jetzt hier mal ein bisschen Burger gesucht und wir testen jetzt mal den Feuerstahl bzw. schneiden uns erstmal ein bisschen Burger ab, gucken, ob das funktioniert. Dann lassen wir das Ganze trocknen und dann schauen wir, wie gut der Feuerstahl funktioniert. Also das Messer schneidet schon mal ganz gut. Und wie ihr sehen könnt, man kriegt auch schöne Stücken ab. Und da wir eh neue Outdoor-Trips planen, sammle ich jetzt gleich mal ein bisschen. Die können wir dann immer mitnehmen. Da das hier eh Brennholz ist, kann ich das hier ruhig entfernen. Einzigster Nachteil, was mir gerade auffällt, wenn man ein bisschen zu sehr drückt, geht hier hinten das Ding ab. Also dann muss man aufpassen, dass man das nicht lockert. Ist ein kleiner Nachteil. Ist aber auch nicht so schlimm. Im Übrigen, viele Leute holen sich ja immer die großen Stücken. Bei lebenden Bäumen reicht es auch, wenn man sich die kleinen weißen ein bisschen abkratzt. Dann passiert dem Baum nichts. Eine Handvoll davon funktioniert genauso gut wie ein Stück davon. Ein Experten hier am Start für den Messertest. Und was hältst du vom Messer? Hä? Nicht so viel anscheinend. Wir testen jetzt direkt mal den Feuerstahl. Ich habe hier ein Stückchen sehr, sehr trockenes gefunden. Und wir schauen mal, ob das gleich direkt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dafür schaben wir jetzt mit dem Messer hier so ein paar kleine Fäden ab und dann werfen wir den Funken da drauf. Dafür lege ich mir das immer hin und ziehe das so leicht drüber, dass da so kleine Fädchen entstehen. Die reichen im Normalfall schon vollkommen aus, um den Funken zu fangen. Bisschen hochdrücken das Ganze. Nochmal von der anderen Seite. So, jetzt macht ihr euch von euren Stückchen noch ein paar kleine Fädchen ab und legt diese direkt drauf. So, jetzt nehmen wir unseren Feuerstahl vom Messer, legen ihn an, sodass die Unterseite auf den Kleinkram zeigt und mit gleichmäßigen Bewegungen drücken wir das runter. Da war es schon fast, jetzt brennt es. Und schon haben wir mit zwei Bewegungen Feuer. Einmal dran gehalten und es brennt. Da es draußen echt beschissenes Wetter ist, habe ich mich mal rein verzogen und wir machen jetzt den Schnitztest. Ich versuche einfach mal mit dem Messer ein bisschen was anzuspitzen. Halten wir fest, getrocknetes, hartes Holz war eine scheiß Idee. Da braucht man eine ganze Zeit. Aber ich sag mal, was lange währt, wird endlich gut. Und wenn man genug Zeit hat, kann man hier draus richtig schön was schnitzen. Und es geht auch einigermaßen mit dem Messer. Wobei ich sagen muss, da gibt es, glaube ich, zum Schnitzen bessere Alternativen. Holzspalten geht damit auch. Kommen wir zu einem kleinen Fazit für dieses Messer mit integriertem Feuerstahl. Also erst einmal die Klinge, ist gar nicht so verkehrt. Entspricht vielen diesen handelsüblichen, günstigen Outdoor-Messern. Sowas habe ich schon jahrelang genommen, zum Beispiel auch zum Angeln, zum Fischetöten, geht das super. Kommen wir mal zum Anzünder. Der Anzünder macht durchaus einen guten Job, macht auch ganz gut Funken, funktioniert prima. Wie ihr seht, hat meiner Meinung nach nur einen Nachteil. Erstens denke ich mal, das hier ist nicht so langlebig. Das wird nicht ewig halten. Zweitens mal werde ich eh nie wirklich warm mit diesen Plastikgriffen. Da
Weil ich finde, das fässt sich, wenn ich lange unterwegs bin, will ich das eigentlich nicht so anfassen. Das ist irgendwie, habe ich nicht richtig im Griff. Und was mir auch schon passiert ist beim Schnitzen oder so, wenn man nicht aufpasst, fällt einem hinten mal der Griff ab. Und das ist natürlich mega nervig und ohne lässt sich's auch nicht schön führen. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache für zum Beispiel Hobbyangler oder so, die mal sagen, ich will mal sowas haben, will mir mal ein Feuerchen entzünden. Wie gesagt, die Klinge macht einen ganz guten Eindruck. Habt ihr ja gesehen, ich kann Holz spalten, ich kann ein bisschen schnitzen. Das funktioniert alles prima mit dem Messer. Und insgesamt, denke ich mal, kann man sich das durchaus mal kaufen. Wer jetzt allerdings öfters draußen unterwegs ist, der soll dann doch zu einem etwas hochqualitativeren Produkt greifen. Vielleicht mit einem schöneren Griff, eventuell mit einem Holzgriff und einem Feuerstahl extra dazu. Fände ich persönlich die bessere Kombination. Wenn man Angst hat, das zu verlieren, kann man das ja auch prima kombinieren, indem man zum Beispiel sagt, man hat ein ordentliches Messer mit so einer Schlaufe hinten dran und macht sich hier dran auch noch einen Feuerstahl. Hat man den gleichen Effekt. Bloß, dass man nicht ein abnehmbares Griffstück hat, was potenziell auch eine Schwachstelle am Messer ist. Und das Besondere hier ist der integrierte Feuerstahl. Also vorhin funktionierte er besser. Ich werde das Messer auch richtig rumhalten. Outtakes. Ja, so funktioniert er richtig. Ich habe mir jetzt mal ein anderes Stück Holz gesucht draußen. Es ist schon deutlich realistischer, dass man sagt, man muss draußen, wenn man unterwegs ist, was hier mal anspitzen, als ein Stück durchgetrocknetes hartes Holz. Und hier macht es auch schon einen bedeutend besseren Eindruck. Okay, dann muss ich auch dazu sagen, das Holz ist nichts wert. Ihr seht, das hier komplett runterziehen. Nee, nicht als Referenz geeignet. Mist. Neuer Versuch.